Recht herzlich willkommen zur 285. Folge von City Skylines. Ja, hier unten ist unser Punkt, wo wir, wenn wir dann da hinkommen, da nicht, aber die Arztpraxis ist dann auch das nächste Thema wahrscheinlich, so, dass einmal so richtig haben, dass ich sagen kann, jo, hier ist unser Problem und das machen wir jetzt. Und genau so ist es. Dieses ist die Arztpraxis, die wir jetzt verschieben werden, um dann die Kreuzung mal umzugestalten, denke ich mal, ne? Also die kommt erstmal weg, die kann erstmal dahin, die kommt dann nachher wieder dahin. Vielleicht. So, und dann sollten wir anfangen, hier diese Straße hier unten einmal umzugestalten. Und zwar ist das ja nur eine Straßenbahnstraße. Das heißt, wir gehen mal hier hin und gehen nur hier hin, die ist es, ne? Straßenbahngleis. Und dann schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Also wir müssen mal hier mit diesem Ding werkeln. So. Dann haben wir nämlich diese Kreuzung da geschafft. Und dann reißen wir ganz einfach das andere Stück hier mal ab. Dieses nehmen wir weg, dann fahren die nämlich da lang. Und dann ist das erstmal alles schon vielleicht viel einfacher, oder? Weil wir nur noch eine Kreuzung haben und nicht mehr zwei. So, und dann ist dieses Stück Straße hier noch umzugestalten. Hier ist wirklich noch. Gehen wir auf Straße, gehen wir auf Baum. Wieso ist denn da jetzt das Dingens da weg? Keine Ahnung. Und dann machen wir das auf jeden Fall so. Und das machen wir auch so. Sieht doch dann viel schöner aus, oder? Ach so, das ist eine Bushaltestelle, alles klar. Ist aber nicht schlimm. So, jetzt ist das auf jeden Fall schon mal da anders geregelt. So, und hier müssen wir jetzt mit unserem neuen Tool hier mal die zeitgestellte Ampel nochmal einschalten. Gucken uns die an. Und haben hier keine. So, auf jeden Fall. Hängen die ja aneinander. Und Ampelkreuzung zur Ampel hinzufügen, machen wir die. Weil das müssen wir ja auch noch anpassen, ne? So, jetzt zeigen wir das nochmal an. Das ist die Ampelphase. Wir haben diese Fahrzeuge alle bunt. Hier passiert jetzt gerade nichts, aber die dürfen fahren. Das heißt, hier machen wir das. Okay. Alles klar, das hat nicht geklappt. Auswahl S, seitliche Ampel einrichten. Nee, das wollten wir nicht. Wir wollen jetzt nochmal hier hin und gucken uns jetzt den ersten Schritt an, der jetzt angezeigt wird. Und haben die dabei und ändern das und machen da grün und da grün. Das bedeutet, die kriegen auch grün. Passt. So, die können jetzt fahren. Speichern das, gucken uns den zweiten Schritt an. Jetzt haben nur Fußgänger grün. Das bedeutet, das machen wir hier auch. Obwohl hier machen wir das nicht. Hier machen wir das, dass die so fahren können. Und die haben grün. Genau, speichern wir. So, nächster Schritt ist der dritte Schritt. Hier fahren Straßenbahnen und Autos so durch. Ja, warte mal, den ersten Schritt haben die grün, den zweiten Schritt haben die dann noch grün, dann ist im dritten Schritt, das waren die, fahren durch, ne? Wer war jetzt im ersten Schritt grün? Die, da heißt, dann machen wir in diesem Schritt, warte mal, das. Das war der erste Schritt, zweiter Schritt.
dritte Schritt. Dritte Schritt ändern wir. Die kriegen grün. Und so lassen wir es. Obwohl die ja eigentlich auch fahren können, ne? Speichern. So, das war der dritte Schritt. Dann kommt der vierte Schritt. Wer fährt dann hier unten? Fahren da Rechtsabbieger. Ja. Da haben dann im vierten Schritt die Fußgänger da oben alle grün. Da sind hier Straßenbahnen am Fahren. Das heißt, ich mache mal hier. Ach so, das müssen wir wieder auf Ändern machen. Diesen Schritt. Speichern. Und der letzte Schritt. Haben wir da links und rechts Abbieger? Ach so, und das war hier mit dem da, ne? Genau. Noch klappt's diesmal hier. Lass mal den Schritt davor. Waren die? Da waren die. Okay. Ich glaube, dann machen wir die. Ändern wir. Machen die und die grün. Und läuft, oder? Die können. Ne, die nicht, sondern die können dann grün haben. Die sollten rot haben, genau. Speichern wir. So, das heißt. Linke Ampel haben Fußgänger und Dingens wenigstens einmal. Da oben haben Fußgänger und da haben die. Rechte Ampel hat da Fußgänger, alles Paletti und da unten Fußgänger und Dingens auch. Diese Ampel ist auf jeden Fall, dass jeder einmal dran ist. So, jetzt starten wir das. Und hier ist eine Bushaltestelle, ne? Eine Stadtbahnhaltestelle oder was? Naja, dann ist das so. Mach das mal weg. Und wir gucken, wie es sich so entwickelt. Also hier von der Bahn sieht es ganz schlecht aus, weil bis auf die Autobahn und bis auf das Dreieck und bis zur Brücke. Hammer. Hammer. Hier geht's nie, ne? Jetzt fahren die da. Keiner weiß, warum die da anhalten und warten. Ist absolut komisch. Fahrzeugbeschränkung wollen wir nicht. Geschwindigkeitsbeschränkungen wollen wir nicht. Kreuzungsbeschränkungen, was ist denn das? Hier wollen wir keine Fußgänger haben, das ist eine Autobahnabfahrt. Wäre schön, wenn die nicht rechts abbiegen, ne? Dann passt das schon. Hier ist alles gut, oder? Ne, dahinter ist noch eins. Das muss auch noch weg. Hier sollen gar keine Fußgänger rübergehen. Da sollen gar keine Fußgänger hochgehen. Das ist das nächste, ne? So, hier muss es aber so sein. Aber hier brauchen wir da nichts. Und hier brauchen wir da nichts. Die können darüber und darüber. Das ist doch schon mal eine gute Entscheidung, oder? So, und dann gucken wir uns nochmal die zeitgesteuerte Ampel an. Die Fußgänger sind da schon weg. Das passt also. Alles gut soweit. Gut. Hat er das jetzt eigentlich gespeichert? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Naja, muss er ja. Ich brauche ja nicht irgendwo was ansprechen, ne?
passt. Alles gut. Hier weniger Probleme, da weniger Probleme. Hier müsste man eigentlich eine Brücke bauen für Fußgänger, ne? Kann man das? Bringt aber wahrscheinlich nichts, ne? War das hier? Ja. Pflasterstraße geht nur hoch. Nehmen wir mal da runter. Da starten wir das Ding und gehen hoch. Bis dahin. Warte mal, da können wir hier aber noch den umswitchen, ne? Aber anders geht das nicht, ne? Geht nur noch da. Und da gehen wir runter. So. Der erste geht schon, die Brücke-Treppe nehmen. Das heißt, ich würde diese Straße jetzt hier noch umändern mit dem Dingens. Mit den Verboten hier. Fahrzeugbeschränkung, genau. Kreuzung, Beschränkung, so. Da weg. Und hier auch da weg. Und da auch da weg. Gut. Ja, das passt. Hier dürfen sie rüber, da nicht und da nicht. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, ist aber so. So, jetzt wäre nur schön zu sehen, dass die hier darüber fahren. Ich weiß nicht, was die da machen. Die laufen auf jeden Fall hier viele rüber. Und die warten auf diesen Grün, oder was? Ja. Passt schon. So. Hier ist auf jeden Fall kein Stau mehr. Das ist schon mal gut. Ah, die kriechen da auch rum. Die Fußgänger sind auf jeden Fall hier begeistert am Laufen, wie wir sehen. Na, die gehen hier so schön lang. Und hier fließt es jetzt besser? Kann das sein? Weiß ich nicht. Könnte so aussehen. Aber ob es ist, ist eine andere Frage, ne? Wo fährt denn der hin? Der fährt da hin und dann ist Feierabend, oder was? Das ist ja krass. Der möchte geradeaus. Komm nicht geradeaus, weil er im Stau steht. Warum nimmt er nicht die andere Spur da links neben? Der ist doof. Absoluter Blödsinn. Man hätte diese Spur natürlich auch da teilen. Nee, die, doch, klar, man hätte auch da runterfahren können. Ein Kreuzungspunkt mehr bei der Adams-Autobahn, oder? Die wollen alle nur bis dahin. Die wollen da rechts fahren. Alle wollen rechts fahren. Oder wie sehe ich das? Alle fahren. Alle, die von da kommen, fahren rechts.
Die wenigsten fahren links, alle fahren da rechts. Kann man da nicht hier rein? Hm? Autobahnabfahrt. Geht irgendwie nicht, ne? Wir müssten den Fußweg umlegen. Im Park weg, mal. Der Park wäre ja sowieso vielleicht schöner da, ne? Ach, dann ist da die nächste Problemzone. Ja. Hier steht's überall. Überall steht's. Hier, da. Alter Schwede. Das größte Problem ist diese Abfahrt jetzt geworden, oder was? Unfassbar. Vielleicht sollten wir diesen Kreuzungsbereich hier auch, ja, machen wir auch. Wir ziehen das hier runter. Ja. Ist besser, glaube ich. Die ziehen dann weg. Und dann kriegen wir hier eine Straße, die nur eine Bushaltestelle hat. Diese. Und die geht von da. Da hoch. Und die kommt jetzt und fährt da lang, oder? Würde ich hoffen. Den Bagger raus und dann das hier abreißen. Hm, die fährt da schon lang. So, die ist weg, das heißt, die braucht nicht mehr. Und die fährt da rein und verschwindet. Alles gut. Das passt erstmal. So, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Kreuzung weniger. Das ist schon mal vielleicht gut. Es ist noch die Frage, wann da der Bus erkennt, dass es was anderes ist. Ja, hat er jetzt. Gut. Bagger aus. Das auch aus. Hier unsere gesteuerten Ampeln, Kreuzungen angucken. Wie geradeaus? Hier gibt es kein geradeaus. Ja, zeigt auch nur an, aber ist ja nicht. Geht ja nicht. So, jetzt haben wir hier so ein Problem wieder. Was ist das hier? Nicht genügend Nahrung, okay. Hier steht sich kilometerweit zurück. Die wollen doch hier irgendwo rein, ne? Das Haus ist doch sowieso gerade abrissfähig, oder? Komm, das Eckhaus kommt weg. Und dann schauen wir mal, das war hier. Ich
rauskommen, oder? Da geht's nicht. Gucken wir mal. Das besser wird. Es gibt welche, die fahren da lang. Aber keiner fährt da rechts. So, jetzt kommen aber bestimmt welche, die da rechts abbiegen, oder? Nee, noch nicht. Keiner hat entdeckt, dass man da lang fahren kann. Der Lieferwagen. Auch nicht. Jetzt, oder? Jetzt gibt es welche, die da rechts abbiegen. Gibt's nicht. Okay. Ist noch kein einziger da lang gefahren. Ja, Route ist schon passend, ne? Na, ja, da stehen aber schon welche Schlange, die da lang fahren wollen. Wenn die anderen da vorweg sind, ne? Wird werden, denke ich mal, ne? Aber der Stau wird sich nicht ändern, weil es hier immer noch so viele Autos gibt. Aber da sieht man schon, dass sich da diese Spuren ändern. Passt also. Wenn man es so sehen will. Warte mal, wenn wir das da ja noch haben, dann haben wir das hier auch zu gucken, ne? Aber da fahren auch noch ganz viele lang. Und da werden auch welche lang fahren wollen. Noch fährt da niemand lang. Aber was ist, es fließt hier schon mal. Diese Strecke ist jetzt hier frei geworden. Okay. Hier ist es bis dahin auch am Fließen. Das stört mich jetzt nicht, dieses Stück, dass die da stehen. Und hier ist die Strecke auch frei. Ja, da sind die ersten, die jetzt da lang fahren. Und jetzt kommen gleich unsere Probleme wieder. Na? Na, jetzt gibt's hier einen Rückstau wieder. Geht aber, oder? Jetzt müssen wir noch eine Verbindung nach darüber machen. Aber die sind ja auch am Fließen, so ist ja nicht, ne? Und hier hört es ja auch auf, ne? Okay, wir brauchen nicht reden, hier unten ist noch ganz viel. Dann würde ich doch sagen, dass wir das noch machen gerade. Dass wir hier rausfahren, noch da. Kriegen wir das irgendwie hin? Schade, das funktioniert irgendwie nicht so. Kriegen wir das irgendwie hin? Ne?
Das wird schwierig jetzt hier. Nee, leider geht das so nicht. Vielleicht kriegen wir es hier weg. Ich glaube, wir müssen es hier rausziehen. Geht irgendwo überhaupt hier was? Ich glaube gar nicht, ne? Stopp, da war was. Das ist doch, was wir haben wollten, oder? Das passt doch. Jetzt können die da rüberfahren, wenn sie wollen. Und brauchen nicht mehr da lang fahren. Schwierige Kreuzung, ne? Aber ist so. Das zu. Das an. Und den Abstand mal einmal. Okay, da sind nicht ganz so viele. Aber das sind die, die dann nicht mehr da lang fahren. Und da gibt es immer noch welche, die da lang fahren, aber das ist nicht schlimm. Und wir können mal dieses Stück nehmen, dann sehen wir, okay, die wenigsten fahren jetzt nur noch da lang. Das wird sich gleich hier aufheben. Gut. Sollte so erstmal funktionieren, oder? Ah, sie stehen jetzt hier. Also müsste man hier eine Ampel jetzt so hinmachen, dass das läuft, besser läuft. Und dieses hat sich jetzt erübrigt sozusagen, weil diese Strecke kannst du gleich dicht machen, da fährt keiner mehr lang. Jetzt fahren nur noch die da lang, die sich bis hier noch stauen. Mal gucken, was sich dann das da ergibt. Und hier ist es jetzt das Problem da lang. Ja, leider immer noch da. Bis zur Brücke? Nein, schon hinter der Brücke fängt's an, diesmal. Ja, ist immer noch nicht fertig, das Problem. Ganz viele waren doch hier auch so Richtung Industriegebiet unterwegs. Kann das sein? Und mal das Stück an. Die fahren alle dahin. Dann können wir doch eigentlich auch zusehen, dass die hier von aus gleich dahin können, oder? Hier darüber. Oder da? Ja. Die drehen da. Gucken wir mal, ob wir das noch schnell hinkriegen. Von hier nach darüber. Da. Und dann hier hin. Klappt das noch? Okay. Mhm.
müsste das eine oder andere Haus weg, ne? Und runter auf diese Straße zu. Geht das? Nö. Weiter runter? Geht nicht. Dann sind wir schon im Keller. Nee, das ist jetzt komisch hier. Okay, den letzten Meter reißen wir wieder weg. Das bringt nichts hier, dieses Stück. Können wir nur nochmal da anpacken und gucken, dass wir da schon runterkommen. Da haben wir's. So, jetzt kommen die von der Seite in das Industriegebiet rein. Oder wie ist das? Nicht wirklich, ne? Weil diese Straße hier nicht verbunden ist, oder? Ne, das klappt jetzt nicht mehr. Ach komm, das bringt auch nichts. Dann reißt das gerade hier nochmal weg. Wir müssen hier erst gerade rüber. Um dann da runterzukommen. Nochmal weg. Nochmal weg. Vielleicht das auch nochmal weg, das Stück. Er ist runter. Will er auch nicht. Zack, jetzt passt's. Dann geht's. Dann würde es von da aus da drauf gehen? Nicht wirklich. Aber es würde doch direkt da dran ergehen, oder? Zack. Die können gleich nach dahin wegfahren. So, jetzt kommen die ersten, die jetzt hier in das Industriegebiet reinfahren. So, Route. Dieses Stück ausgewählt und es fahren ganz viele hier lang. Und auch ins Industriegebiet. So, das bedeutet, dass hier eigentlich weniger lang fahren sollten. Tun sie aber nicht. Aber vielleicht wird's noch. Müssen wir mal gucken. Aber wir sind schon weit, weit fortgeschritten in der Zeit. Da machen wir jetzt erstmal eine Unterbrechung. Ich denke, wir sind immer noch nicht fertig mit diesem Chaos hier und werden da noch ganz viel dran erarbeiten müssen. Aber wir sind vielleicht auf dem besten Weg. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Wir werden sehen. Okay, aber wir sehen auch gerade, dass ganz viele Häuser hier leer stehen. Wir sind gerade auf dem absoluten absteigenden Ast und da sollten wir uns vielleicht dann in der nächsten Folge mal drum kümmern, weil hier gerade überall Häuser leer stehen. Alles klar, da kümmern wir uns nächste Folge drum. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls nicht, dann macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Und Kommentare herzlich gerne. Schreibt rein, was man da vielleicht noch für Möglichkeiten hätte und teilt das Video auf euren Plattformen und ja, sonst wisst ihr Bescheid, ne? Abo könnt ihr auch noch machen. Haut rein. Ciao.